der hat so einen starken Eigenwillen, also da ging es eher um was ganz anderes, also wie man sonst im Dokumentarfilm denkt, dass man so Themen bedient, dass man so Fragen hat und so und dass man stringent ein Ziel verfolgt und so. Und hier kam ich mir teilweise ein bisschen vor wie ein Tierfilmer. Ja, da hoppst das Eichhörnchen von Ast zu Ast und du hast zu tun, dass du den richtigen Achse erwischt. Und dann ist es eher die Frage, wo man den Speck hinlegt. Ja, und so. Und in diese Richtung ging das so ein bisschen. Also es war schon eine sehr sportliche Veranstaltung mit ihm.